Das ist der Schütterhof neu. Um 25 Zimmer ist er größer geworden und er verfügt nun über 160 Betten. Der Sauna- und Wellnessbereich hat sich auf rund 2000 Quadratmeter mehr als verdoppelt. Herzstück ist der Infinity Pool. Also ich würde mir wünschen für den Gast, dass er einfach einen Kontrast im positiven Sinne zu seinem Alltag erlebt, dass Dinge wieder zum Klingen kommen in seinem Leben, die vielleicht im Alltag ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und dazu, glaube ich, trägt unsere grandiose Landschaft bei. Etwas nicht Alltägliches fällt vor dem Hotel auf. 10 Elektroautos, die den Gästen und dem Personal zur Verfügung stehen. Zur Eröffnungsfeier laden Roland und Renate Giger zahlreiche Gäste ein. Und denen wird auch einiges geboten, sei es nun kulinarisch oder musikalisch. Spitzenkoch Andreas Döllerer zaubert echte Gaumenfreuden. Gebeizter Blunter-Saibling mit Rettich und Ingwer und alpine Jakobsmuscheln. Ist ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen, wie gesagt, es ist eigentlich ein Knochenmark, ein Ochsenmark. Das wir in die Muschelschale legen und dann servieren in einem Dashi-Su. Dashi ist halt japanisch Rindsuppen eigentlich. Geröstetes Spitzkraut und Quinoa. Natürlich beeindruckt der neue Schütterhof. Es ist nicht nur ein Betrieb, es ist Familie und jeder, der da herin ist, auch der arbeitet. Es ist große Familie und ist wirklich auch weitergetragen. Und die Gäste fühlen sich auch wie als heiraten sollen mit dazu. Und das musst du mal transportieren können, wie gesagt, über Jahre. Ich meine, man kann es gar nicht genug schätzen, dass es Familien gibt, die sich drüber trauen über so eine Investition in der heutigen Zeit. Und man muss der Familie Giger richtig höchste Gratulation aussprechen. Und ich glaube, mit dem Schütterhof haben wir jetzt eine neue Ära wieder erschlossen, wo man sagt, da geht noch was. Ja, und ich glaube, mit diesem Spirit, den der Roland Giger verkörpert mit seiner Frau und Familie, weiterzuarbeiten, noch besser werden, ich glaube, das ist da genau der Richtige, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Einen Ohrenschmaus servieren zwei Damen. Es ist wie daheim. Also wir haben ja da einen super Platz heute gehabt, bühnenmäßig. Wir haben ein Panorama gehabt beim Singen wie schon lange nicht mehr. Also das habe ich daheim auch nicht so oft. Den optischen Leckerbissen liefert Showbarkeeper Vize-Weltmeister Stefan Haneder.